Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu unserem Flask-Tutorial. Heute geht es tatsächlich nochmal weiter. Ich weiß, ich habe letztes Mal gesagt, ist eigentlich vorbei, aber ja, das Ganze hier hat sich eigentlich noch nicht. Ich habe euch noch relativ viel tatsächlich doch zu zeigen, glaube ich zumindest. Und ich mache jetzt einfach noch ein paar Videos. Ich weiß noch nicht genau, wie viele. Wartet einfach ab, was euch alles. Ja, lasst einfach auf euch zukommen und es sind nützliche Sachen dabei. Es sind fortgeschrittene Sachen dabei, es ist eigentlich so ein bunter, gemixter Kram aus allem, so ein bisschen. Und dieses Mal wollen wir uns mit SSL beschäftigen. Was ist SSL erstmal? Oder TLS besser gesagt. Ja, TLS ist die Verschlüsselung von Webseiten, ganz kurz gesagt. Beziehungsweise HTTPS kennt man vielleicht das Protokoll. Und das benutzt TLS im Hintergrund. Das heißt, wir benutzen HTTP mit der TLS-Verschlüsselung. Und genau das kann man auch mit Flask benutzen, weil Flask benutzt ja auch HTTP als Protokoll. Das heißt erstmal unverschlüsselt, aber wenn wir jetzt zum Beispiel Authentifikation durchführen wollen, dann wäre es sinnvoll, dass der Benutzername und Passwort, ups, sorry, das Benutzername und Passwort, das wir oder dass der Benutzer an den Server schickt, dass es auch verschlüsselt angekommen ist, damit eben nicht irgendwie ein Angreifer das Ganze mitlesen kann oder sowas. Das kann durchaus mal vorkommen, dass wir uns irgendwie einloggen wollen und ja, das würde doch irgendwie Sinn machen, ne? Alles klar. Wie wollen wir also hier Flask dazu bringen, dass wir SSL bzw. TLS verwenden können? Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Und zwar also wir benutzen jetzt hier nicht irgendwie Nginx oder sowas, sondern wir schreiben das wirklich from scratch. Allerdings lässt sich das leider in meinem Fall nicht ausführen, weil ich persönlich hier natürlich auf meiner lokalen Maschine arbeite und ihr müsst trotzdem noch ein Zertifikat beantragen. Das macht ihr zum Beispiel mit Let's Encrypt. Dazu habe ich auch ein Tutorial auf meinem YouTube-Kanal. Schaut da vielleicht einfach mal rein, ob ihr ja in der Server-Einrichten-Playlist ist das Ganze, ob ihr dann so ein Zertifikat haben könnt. Und dann könnt ihr dieses Zertifikat eben hier benutzen. Was wir brauchen, ist erstmal OpenSSL. Dazu müsst ihr natürlich erstmal OpenSSL als Bibliothek installieren. Das Ganze könnt ihr über PIP machen. Das ist wunderbar und plattformunabhängig. Aber Achtung, es ist nicht einfach nur OpenSSL, sondern es ist, also unter Linux braucht ihr natürlich sudo vorne dran. Außer ihr seid quasi der Admin. PIP install pyopenssl. Und wenn ihr das installiert habt, dann könnt ihr hier weitermachen. Das heißt, wir können hier ja einfach sozusagen den Import durchführen. Wir wollen nämlich SSL importieren. Ja, so, anschließend könnt ihr jetzt hier euren SSL-Kontext erstellen. Was bedeutet das genau? Naja, SSL-Kontext bedeutet, wir wollen sozusagen eine verschlüsselte Kommunikation anbieten. Also sozusagen, falls ihr mal mit Sockets in Python gearbeitet habt, wir verschlüsseln unseren Socket einfach mit unserer Public Key-Infrastruktur, die wir hier gerade aufgebaut haben, beziehungsweise die OpenSSL für uns aufbaut. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann auch hier verweise ich euch leider an eine andere Playlist. Kryptographie ist unglaublich komplex und ich habe eine eigene Playlist dazu auch auf YouTube für, keine Ahnung, über 100 Videos oder sowas. Also sehr, sehr viel. Deswegen, ups, hier nur ganz die kurze Version, wie man es in Python sozusagen macht. Okay, also wir bauen uns einen Kontext und diesen Kontext übergeben wir Flask. Und Flask kann damit arbeiten und nimmt sozusagen unseren Kontext, der verschlüsselt ist. Genau, und deswegen sagen wir jetzt hier SSL. Wir wollen einen neuen Kontext generieren, also sagen wir Punkt Kontext, upsalala, Punkt Kontext. Und so, hier rein können wir jetzt angeben, welches SSL oder welches TLS besser gesagt wir verwenden wollen. Und wir haben hier ein paar zur Auswahl. Ich mache gerade mal hier einfach TLS. Also SSL gibt es natürlich auch noch. SSL, oder? Gibt es das nicht mehr? Doch, hier SSL 2.3, Version 3, Version 2 und so weiter und so fort. Die solltet ihr nicht verwenden. Die sind nicht mehr kryptografisch sicher. Ihr solltet immer TLS verwenden. Und ja, habt dann hier eben sozusagen die Möglichkeit, TLS 1.2 zu verwenden. Und das ist die Version, die ich euch aktuell empfehlen würde. Wenn da 1.3 da steht, was wahrscheinlich relativ bald der Fall sein wird, das heißt, dieses Video, Achtung, mit Vorsicht genießen. Hier, wenn es eine 3 gibt, dann nehmt bitte die 3. Ansonsten, ja, nehmt TLS 1.2. Da sind auch zumindest keine gravierenden Schwachstellen bekannt. Zumindest keine, die ich wüsste. Aber ja, das kann durchaus sich ändern. Okay, dann sagen wir wollen natürlich mit unserem Kontext was machen. So, jetzt brauchen wir erstmal einen Public Key und einen Private Key. Wir verschlüsseln sozusagen, nee, wir unterschreiben, ach, ist egal, wir brauchen das eigentlich alles gar nicht wissen. Wir sagen einfach hier, wir wollen ein Zertifikat benutzen. Das ist das Zertifikat, das ihr von Let's Encrypt bekommt. Da steht sozusagen drin, hey, ich bin Server, keine Ahnung, the-morpheus.de.
Und das beweise ich, weil ich habe es bewiesen bei der Infrastruktur oder bei der Certificate Authority namens Let's Encrypt zum Beispiel, wenn ihr es bei Let's Encrypt beantragt habt. Von Let's Encrypt bekommt ihr also so ein Zertifikat ausgestellt, die unterschreiben für euch digital, dass ihr auch wirklich der Inhaber von eurer Domain seid sozusagen. Und ja, das steht alles in diesem Zertifikat drin. Das heißt, wir sagen hier einfach myCert. Die Endung ist eigentlich immer .cert. Und ja, dann sagen wir dem Kontext noch, wir wollen unsere private, also das Zertifikat können wir einfach jedem schicken, das bestätigt sozusagen demjenigen unsere Identität, ohne dass er es weiterverwenden kann. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, einen Private Key sozusagen reinzupacken. Mit dem können wir Sachen verschlüsseln, sage ich jetzt einfach mal ganz kurz, ohne dass jemand anders oder mit dem unterschreiben wir quasi, dass wir auch wirklich diese Domain sind, für die wir uns ausgeben. Und dadurch lässt sich dann diese Verschlüsselung aufbauen. Also sozusagen das, was niemand anders haben darf. Das heißt, wir sagen hier my private key Punkt und das ist normalerweise mit der Endung Punkt Key abgekürzt. So, und diese beiden Dateien, die bekommt ihr wie gesagt von zum Beispiel Let's Encrypt. Und ja, das ist im Endeffekt alles, was ihr für euren Kontext aufbauen müsst. Jetzt könnt ihr tatsächlich hergehen und ganz simpel euren Kontext hier angeben und das könnt ihr hier unten unter diesem App.run machen. Also hier einfach angeben, wenn ihr sozusagen soweit seid, dann solltet ihr logischerweise hier Debug auf False setzen, wenn ihr das auch wirklich ausliefert. Und dann könnt ihr hier angeben SSL-Kontext. Das ist eine Option, das heißt, ihr müsst hier nochmal ein Gleichen setzen, ist gleich euer Kontext. Wunderbar, also je nachdem, wie ihr ihn halt genannt habt. So, und das ist es eigentlich auch schon. So könnt ihr das Ganze benutzen. Ja, und jetzt habt ihr eine verschlüsselte Kommunikation. Wunderbar, das war's von meiner Seite für heute schon wieder. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.